Wo ein Leben geht, entstehen Hunderte von neu. Und damit willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei Minecraft, natürlich. Eventuell ruckelt es ab und zu mal kurz, weil ihr ja wisst, Mo Creature Mod muss halt nun mal sein. Ist ein Must-Have einfach für Minecraft, ganz ehrlich. Und ja, länger nicht mehr gespielt. Ich habe natürlich keine Ahnung, was hier abgeht oder was man hier machen kann. Also was man hier machen kann, weiß ich natürlich. Ich meine einfach nur, was wir machen können, so rum. Und da ich dann so eine hartgesottene Sau bin, ne, würde ich ja einfach mal sagen, wir scheißen jetzt mal auf alles und ja, klatschen einfach mal ein bisschen Erde. Oh yeah. Das ist zwar jetzt nicht so das, was ihr euch unbedingt jetzt vorstellt, das weiß ich natürlich. Aber gut, Freunde, irgendwann muss das halt leider auch mal sein. Ja, stimmt, hier war die Erdkiste. Hab ich die eigentlich... ich habe lange nicht mehr gespielt, Scheißendreck. Gut, hier ist mal ein Fehler passiert. Das passiert dem besten Mal, ne? Dann würde ich doch einfach sagen, wir ziehen doch erstmal kurz die Sachen nach unten. Haben wir noch ein paar Kisten? Komm schon, irgendwo haben wir doch noch ein paar Kisten, verdammt. Irgendwann haben wir so viel Eisen. Scheiße. Hier sind Kisten. Schön, dann machen wir... Ja, was machen wir denn jetzt? Hier machen wir Steine hin, würde ich mal sagen. Stein, Stein, Stein. Ja, machen wir es einfach. Was soll's? So. Dann. Ja, Holz. Nee, eigentlich müsste als erstes Holz hin. Wir lassen das Holz hier oben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Warum habe ich so viele Druckplatten, Alter? Was ist denn hier los? Warum habe ich so viele Druckplatten? Habe ich irgendwie was Falsches gebaut oder so? Ist das jetzt hier ein Bug oder was ist das? Oh shit, Alter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was hier abgeht. Ist auch egal, wenn hier irgendwas falsch laufen sollte, weil es vielleicht daran liegt, woran was weiß ich was. Kein Bug oder sowas, was weiß ich, weil ich hier... Ja, keine Ahnung, woran es jetzt liegen könnte. Verdammte Scheiße. Ist egal, wenn es zu viel sein sollte, ich gucke die vorige Aufnahme an, dann lösche ich das später. Fertig. So einfach ist die Geschichte. Wir wollen jetzt hier nicht schummeln, wir wollen es hier ordentlich haben. Und so ist das nun mal. Was wollte ich jetzt machen? Ja, genau... Steine nach unten ziehen lassen. Gut, wir haben ja gar keine Steine. Aha. Dann wird das auf jeden Fall schon mal schnell gehen. Da ist mir ganz oben Holz. Holz ist ja so das Wichtigere, würde ich sagen. Und auf der Seite machen wir einfach Erde jetzt hin. Warte mal, komm schon dran. Ja, schön. So, da haben wir noch eine Krempelkiste, würde ich ja fast schon sagen. Aber die Frage ist nur, wollen wir das alles mal richtig angehen? Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal dafür, dass wir ein bisschen Erde klatschen. Ja, doch, Erde klatschen war das, genau. Ja, dann werden die Gegend auch ein bisschen schöner haben, ne, Freunde. Also darauf lege ich ja persönlich Wert. Oder nee, wir gehen Lehm sammeln. Lehm farmen, genau. Denn bei uns sieht's richtig scheiße aus, was Lehm angeht, ne. Beziehungsweise unser Dach ist ja nicht so dachig, wie ich es gedacht habe. Ha! Naja. Ja, machen wir noch die Steintreppen hier rein. So, scheiß drauf. So. Aber jetzt mal ganz ehrlich, woher habe ich so viele Druckplatten? Das ist ja voll assi. Meine Güte. Naja. Scheißegal. Rein mit dem ganzen Mist. Und Kartoffeln haben wir hier. Aha, aha, aha. Wo sind unsere Diamanten? Da oben. Ist okay. Nehmen wir einen Diamant raus, stack, und machen uns erstmal eine Diamantschaufel. So viel Zeit muss ja sein, ne? Nee, wartet mal. Doch, eine Diamantschaufel ist richtig, klar. Jetzt hab ich hier wieder die Scheiße aufgenommen, aber macht ja nichts. Zack, zack, zack. Und badatsch, gut. Hier muss natürlich auch mal noch ein bisschen was her, weil das kann nicht sein, dass das hier immer noch so unfertig aussieht. Das traurig ich einfach nur, Freunde, wisst ihr? Das tut mir einfach im Herzen weh. Wir haben so ein schönes Haus und das ist immer noch unfertig. Das ist doch scheiße. Und ich will das jetzt endlich mal fertig haben. Haben wir noch Glas oder so? Oder Erde? Erde wäre ja auch entscheidend. Nee, natürlich nicht. Gut, dann... Quatsch, Erde. Sand wollte ich natürlich sagen. Dann bringen wir noch ein bisschen Sand mit. Dann lassen wir uns gar nicht lumpe, du. Machen wir alles, kein Problem. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, wieder auf die Stoppuhr zu drücken. Das ist total genial. Timbermod ist übrigens wieder drin. Und hier ist ein Bär. Penner!
Den greife ich jetzt natürlich nicht an. Da vorne ist Wasser und Sand. Könnte uns eigentlich ein bisschen Hoffnung machen, ne? Wir probieren's. Was haben wir hier vorne eigentlich alles für Tiere? Ich mag's ja, wenn da so viele Tiere rumlaufen. Finde ich total cool. Das ist ja das Geile an diesem Timbermod, weil wo erlebt man sowas schon? Nirgendwo. Ah, haben wir schon mal den ersten Erfolg gehabt. Was heißt gehabt? Wir haben ihn ja immer noch. Aber Lehm abbauen ist so eine beschissene Angelegenheit, Freunde. Aber was sage ich euch das? Ihr wisst es ja garantiert, ne? In 2 Sekunden, Bart, ist das Inventar voll. Kein Problem. Her damit. Gut, hier habe ich alles. Ja, natürlich. Immer habe ich hier die Scheiße. Also diese Wasserbugs sind ja auch tödlich einfach nur. Also nicht tödlich, sondern tödlich nervig einfach. Fertig. Geh mal hoch. Wir müssen versuchen, aus dem Wasser draußen zu bleiben. So. Wie sieht's jetzt aus mit unserem Inventar? Gut. Was glaubt ihr, wie viel wir brauchen, um das Dach fertig zu kriegen? Boah, ich will das gar nicht wissen. Ich will das absolut nicht wissen. Aha, hier scheint es irgendwie runter zu gehen. Das Schöne ist da natürlich auch, wir erforschen hier ein bisschen die Gegend. Davon haben wir alle was. Hoffe ich zumindest. Dass ihr daran Spaß habt oder dass ihr euch daran ergötzen könnt. Oh yeah. Ach ja, scheiße. Wir brauchen so viel Lehm noch. Ich hasse Lehm einfach nur. Wir könnten uns natürlich auch darauf einigen, dass ich das einfach cheate, aber das ist ja, ich weiß auch nicht. Ist nicht schön. Weil ihr wisst ja, Cheater haben kleine Penisse oder Hängetitten und dementsprechend wollen wir das natürlich nicht machen. Nur in nötigsten Fällen. Ja, was ist ein nötiger Fall? Stundenlang rumlaufen und Lehm suchen, man findet nichts, das wäre ein nötiger Fall. Aber momentan sieht es ja eigentlich recht rosig aus, möchte ich ja fast schon sagen. Erde wegboxen. Wenn man hier oben ist, geht es ja richtig schnell weggeklopft. Das ist ja gar kein Thema. Erst wenn der Lehm, sowas weiß ich, mehrere Schichten unter dem Wasser hängt, das fuckt ab. Also das nervt, würde ich natürlich sagen. Abfacken würde ich niemals in den Mund nehmen, das Wort. Das ist übel einfach nur. Das ist ein böses Wort. Ich möchte das nicht von euch hören, bitte. Ja? So. Da hinten ist noch Lehm. Da ist noch Lehm. Da ist auch noch eine kleine Ecke Lehm. Holen wir uns alles. 1, 2, 3, 4. Ja, fast 4 Stacks. Wie viel werden wir brauchen? Ach du meine Güte, Alter. Das können sich nur um 100 Stacks handeln, ne? Irgendwie sowas. Scheiße. Wir bräuchten ein Sumpfgebiet. Hat mir nicht hier irgendwo eins in der Nähe? Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr dran. Weil im Sumpfgebiet ist natürlich logischerweise das meiste Lehm. Na, feucht. Feuchtes Gebiet, sagt uns alles. Und das heißt, dort könnten wir richtig schön fündig werden. Ich hätte mir auch irgendwann mal diese scheiß Gegenden markieren sollen, aber so klug wie ich da natürlich bin, habe ich mal wieder gar nicht dran gedacht. Und laufe jetzt wie so ein Behinderter durch die Pampa. Ja, das ist halt, ne? Dementsprechend wieder gut nachgedacht. Also da kann man mir nichts nachreden. Niemand von euch. Wo gehen wir jetzt lang? Noch da hinten die Quelle abreißen. Wir können uns mal hier gerade die Karte angucken. Ja, ich bewege mich eher in Richtung Schlucht. Da will ich jetzt nicht so wirklich hin. Aber solange wir noch Leben finden, ist alles noch im grünen Bereich. Was war das? Okay, ich glaube, die Ratte ist gerade ersoffen oder irgendwas. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es wird zumindest erklären, warum jetzt hier so eine kleine Puffwolke erschienen ist. Und nicht diese Puffwolke aller Puffwolken, sondern nein, eine kleine Puffwolke. Und in diese Richtung dürfte ich eigentlich gar nicht gehen, weil hier müsste die Wüste kommen. Hier ist noch ein bisschen Lehm. Nee. Hier mal ein bisschen Parcours machen, um mal ein bisschen beschissenes Lehm zu kommen. Das ist doch scheiße. Ja, okay. Ja, Hühotti. Wenig Lehm ist es jetzt nicht gerade. Das ist schon recht viel eigentlich. Aber es wird so oder so nicht reichen. Und jetzt sind wir schon so weit, dass es etagenweise runtergeht. Scheiße. Mal ein bisschen hier ergaunern. So, ganz vorsichtig. Man will ja auch nicht runterfallen. Das ist ja auch wieder so ein Gewichtspunkt, wie man so schön sagt. Her damit. Oh, nicht ersaufen, Kollege. So. Hier geht's mit vollem Elan weiter.
Ich merke schon, wie motiviert ihr seid, Lehm zu sammeln. Das ist der absolute Hammer. Ich verstehe euch da drin. Also, ja. Vielleicht sollte ich einfach ein Special machen. Das wäre natürlich auch eine hilfreiche Idee. Eine Lehm-Special-Folge. Aber wie viel Lehm will man da sammeln, wenn man zum Beispiel eine Stunde sammelt? Okay. Zugegeben, da reicht es bestimmt gerade mal für unser Dach. Was ist das? Ostrich Egg. Das heißt doch Dings. Na, 1, 2, 3, komm schon. Straußenei, oder täusche ich mich irgendwo? Na, ist egal. Hier ist nix. Hier laufen wir Richtung Spawner, da will ja kein Mensch hin. Irgendwie laufen wir da gerade automatisch hin. Da ist Dschungel. Oh, 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 oh. Hier ist natürlich ein großes Wassergebiet, das ist natürlich auch gut. Dort könnten wir jetzt auch ein bisschen Glück haben. Oder vielleicht ein bisschen viel Glück. Mein Texture Pack habe ich immer nicht umgearbeitet. Ich weiß, ich habe immer ein großes Maul gehabt. Ich mache das bald. Oh, 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 ich bin der Master. Oh, ich ändere das auf jeden Fall. Ich kann ja keinen Standard lassen. Und was habe ich getan? Nix. Es ist halt ein bisschen zeitknapp bei mir, aber ich bin mir sicher, ihr versteht das schon irgendwo. Nächsten Tag habe ich 30 Abonnenten weniger. Und warum? Weil ich kein eigenes Texture Pack habe. Naja. Nein, so Schweine seid ihr nicht. Gar keine. Was machen wir jetzt hier? Immer noch schön Lehm, Lehm, Lehm. Aber wenigstens haben wir viel Lehm in der Nähe. Da kann man eigentlich nicht so meckern. Und wir erforschen mal ein bisschen die Gegend. Wobei wir sie ja eigentlich schon grob erkundet haben. Größtenteils kann ich sagen. Grob passt eher. Ja, noch Lehm. Ich glaube, nach dem Lehm dürfte sogar unser Inventar voll sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden es einfach herausfinden müssen, ne? Scheißendreck. Scheißendreck. Wenn ich mal diese beschissene Strömung, dann wird er auch dementsprechend mal schneller schwimmen oder so. Aber nein. So ein Luxus kann man ja hier nicht genießen. Ja, eine Lehmquelle und dann sind wir voll. Denke ich mir jetzt mal. Wenn es zumindest eine große Quelle ist. Eine kleine bringt jetzt nicht wirklich viel. Nehmen wir die mit. Denn die ist noch an der Oberfläche. Also größtenteils. Das macht es ja dann auch noch leichter. Quälen wir uns erstmal hier ab. Oh ja, gleich haben wir es. Ups. Den Fehlgriff hat jetzt keiner gesehen. Niemand. Ah, doch, doch, doch. Es geht voran. Ein bisschen Platz haben wir immer noch. Ist ja unglaublich hier. Ah, hier geht es auch noch ein bisschen. Aber man will jetzt nicht übertreiben. Ja. Das Lehm könnten wir auch noch mitnehmen. Das hat sich doch fast schon irgendwo gereimt, oder? Jetzt natürlich diese guten Steine, ist ganz klar. Aber wir verzaubern einfach irgendwann mal was. Ja, sollten wir eigentlich irgendwann mal einen Angriff nehmen. Wisst ihr das, Freunde? Guck mal, wir sind Level 33. Oh ja. Wisst ihr was? Nachdem wir diesen scheiß Lehm hier gemacht haben, machen wir uns wirklich mal einen Zaubertisch oder irgendwas. Ne, warte mal, ich habe noch gar kein Portal, nichts, ne? Wobei, ein Portal brauche ich nicht. Ich meine ja diese Dings, Obsidian oder wie das Ding heißt. Ich werde den Namen ja auch niemals lernen, ne? Ich sauf ab. Gut. Zurück mit uns. Zurück. Was ist hier vorne? Löwen. Das ganz kleine da. Ich erkenne es nicht. Da will ich jetzt erstmal hin und gucken. Mal vorsichtig das Schwert in die Hand genommen. Man weiß ja nie, ne? Ja, es läuft gerade ein bisschen weg. Also ich glaube, es riecht Gefahr. Och, bist du süß. Ruhig bleiben, ich mach nichts. Alter, mach doch keinen Stress mehr. Oh, ich liebe diese Vegetation einfach. So macht Minecraft einfach 100 mal mehr Spaß, als wenn hier nichts rumläuft. Absolut. Da seid ihr doch bestimmt auf meiner Meinung. Deutsch reden kann ich auch nicht mehr. Und hier haben wir einen Strauß. Wir könnten die wohl anscheinend züchten, ne? Och, wie. Witzi, 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 witzi. Ja, Wutzi, 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 Wutzi. Bist du süß. Absolut einfach nur knuddelig. Ah, okay. Genug geflirtet mit dem kleinen Ding da. Wie nennt man eigentlich Babystrauß? Komm, jetzt mal hier eine Wissensfrage. Warum ist das Frage? Weil ich keine Ahnung habe. Daher frage ich euch. Ich bin planlos. Oh, wartet, wir könnten natürlich auch ein anderes Dach machen. Ah, das wird scheiße aussehen, ey. Machen da jetzt ein Lehmdach und fertig aus hier. So.
Kohle müssen wir natürlich auch noch einsetzen. Wo haben wir hier Kohle? Ja, bis das ganze Leben natürlich gebrannt ist, brauchen wir richtig viel Kohle. Also machen wir es jetzt einfach mal so. Und so. Noch ein Ofen wäre mal angebracht. Ofen. Da. Dann kommt es nach unten. So. Und während das brennt, können wir zum Beispiel auch ein bisschen Dingsbums sammeln. Das hat schon mal gepasst. Ja, das dauert jetzt wirklich, bis es gebrannt ist. Das ist jetzt die Scheiße. Ja. Holz können wir sammeln. Moment, haben wir Obsidian? Ich bin heute schon wieder planlos. Das ist krank. Wir haben kein Buch. Daran ist schon mal das Problem. Aber ein Buch zu kreieren dürfte jetzt nicht so schwer sein. Müsste so irgendwie funktionieren, oder? Täusche ich mich. Ich versuche möglichst keinen Zucker daraus herzustellen. Ah, so. So ein Holz in die Hand gedrückt noch. Komm her. Ey, boah, ach, wir haben ja 20 Bücherregale. Scheiße, Alter. Vor allem haben wir auch kein Leder. Doch, da oben haben wir Leder. Ey, was denn mit mir los, verdammt? Gut, auf jeden Fall haben wir schon mal sehr viel. Das heißt, wir müssten eigentlich mal jetzt eine Bücherei anfangen. Wir müssen halt nur noch planen, wo die hinkommt. Und dann geht's richtig ab hier, Freunde. Dann, oh. Hört auf, du. Rezeptbuch und Buch. Meine Güte, warum mache ich die Scheiße eigentlich mit, hä? Es macht doch eh keinen Sinn, einfach. So. Wie gehört das jetzt? Ha. Dann brauche ich eindeutig noch mehr von diesem Scheißleder. Und so. Geht doch. Jetzt bitte noch ein bisschen Holz her. Okay. Das wird jetzt gleich eben wieder ein bisschen. Ah, scheiß Gleise. So. Ha, ich hab's noch drauf. Zwar jetzt nicht mehr so fließend wie vorher, aber ich hab's noch irgendwo drauf. Machen wir. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal das Buch hier. So. Und damit machen wir jetzt erstmal einen Zaubertisch. Was haltet ihr von der netten Idee? Während hier unser Leben schön rumgammelt. Denn dann können wir richtig gut verzaubern. Oh, da bin ich dafür. Oh, Freunde, das wird einfach nur nice. 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich wollt ihr eher erstmal ins Nether, aber ich glaube, verzaubern wäre vielleicht eine bessere Idee. Hier, warte mal. Arsch, so. Oh, Zaubertisch. Nice. Nochmal ganz kurz schlafen. Nur kurz, versteht sich. So. Und wenn wir aufgestanden sind, geht's direkt weiter mit diesem schönen Ding hier. Was wir hier vorhaben. Unser Vorhabensding. Hier ist ja auch noch eine Kiste. Was ist denn da überhaupt drin? Ja. Na, das ist natürlich schön. Wenn wir jetzt natürlich hier lang gehen. Ja, das ist doch einfach scheiße. Hier möchte ich dann wie so eine Art Park haben oder sowas. Hier ist unsere. Hier sind unsere Essensvorräte. Unsere Weizenfarm, die wir irgendwann mal wieder ja, bepflanzen sollten. Gut, dann machen wir es einfach jetzt so ganz prickelnd. Wir laufen jetzt hier entlang. Denn hier scheint das Gebiet ja auch niedrig zu sein. Also eigentlich wenig Arbeit für uns. Und ja, keine Ahnung, wir machen jetzt erstmal kurz hier diese Gegend ein bisschen weg. Die ein bisschen hier in die Erde klatschen, dann passt es schon. Wir müssen jetzt echt einfach mal gucken, wo hier die ganze Scheiße hinkommt. Ich habe null Ahnung von unserer Planung jetzt hier. Ach ja, wir haben ja auf jeden Fall unendlich Wasser. Jetzt könnten wir dann hier das Wasser zuschmeißen. Erde habe ich natürlich nicht dabei. Aber das macht uns nichts, denn Erde ist logischerweise hier genug. Auch in der Nähe der Kiste ist ja nochmal Erde. Ich schmeiß mich mal ganz kurz zu. Ich will jetzt unbedingt mal wieder Sachen, also das heißt wieder. Ich will unbedingt ein paar Sachen verzaubern und das geht natürlich nur, wenn man einen schönen Zaubertisch hat und eine schöne Bücherei. Gut. Die Scheiße noch zu.
Ziege, sei leise, du nervst. Hier, die Erde brauchen wir eigentlich so gut wie gar nicht nehmen, denn es macht eh keinen Sinn, ist zu wenig. Wir nehmen jetzt einfach noch da vorne aus der Kiste noch ein 64er Stack und dann dürfte es eigentlich reichen. Bleiben wir mal bei den 51, vielleicht reicht das ja schon. Zur Not machen wir eh noch diese Scheiße da weg, die ihr gerade gesehen habt. Ich will ja eine richtig schöne Gegend mit euch aufbauen und dementsprechend muss man halt jetzt ein bisschen arbeiten dran. Decken nicht alles ab. Scheiß drauf. So grob wird uns das schon keiner übel nehmen. Alles klar. Scheiße hier. Scheiße. Klatschen wir jetzt erstmal kurz hier durch. Das muss ja so oder so weg. Das habe ich ja schon erklärt. Und dann haben wir das schon geschafft. Geht recht schnell, Freunde. Recht schnell geht das. Aber ob da die Bücherei einen guten Sinn macht, ich weiß es nicht. Was will man aber auch hier Ewigkeiten in Minecraft bauen? Das ist natürlich auch wieder so ein Ding, ne? Man kann echt Riesenprojekte angehen, aber die Frage ist nur, was man alles da bauen soll. Oder ich bereite eine Welt vor, damit ihr mit euren Freunden spielen könnt. Das heißt, dort kommt dann halt zum Beispiel eine Art Hotel hin oder sowas. Mit mehreren Zimmern, Betten, Bildern, was weiß ich. Ja, das kann alles klappen, muss aber nicht. Natürlich wird ja auch diese Erde nicht reichen. Wer hätte das gedacht? Ups, das war's nicht. So, holen wir uns mal weitere Erde. Ja, und hopp, easy. Benehmen wir uns mal genauso. Jetzt bin ich aber fett dafür, dass diese 64er Stack reicht. Verdammt. Verdammt. Oh. Oh, easy, Mensch. Der Bär will ja auch gleich ein bisschen aufmucken. Ich hoffe, der greift uns nicht an. Warte mal, auf was spiele ich jetzt ja eigentlich gerade? Friedlich, hab's mir gedacht. Von meiner Singleplayer-Welt. Das ist ja peinlich jetzt hier. So. Jetzt noch den Sand weg. Den brauchen wir ja dann eh für Glas. Huh. Ja, ja. Ist gut, Ziege. Mecker hier nicht so rum. Zicke, du. Wenn jetzt hier unten bleibst, wirst du eingegraben. Würde ich dir nicht empfehlen. Oh, die lassen Leder fallen. Nice. Dann haben wir ja schon mal keine Probleme eigentlich mit Büchern, ne? Wenn man mal so überlegt. Genug Tiere hätten wir. Eigentlich. Alles klar. Hier könnte man dann dementsprechend den Weg lang bauen. Chaka, 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 chaka. Hier kommt ein großer Park hin. Das ist aussieht wie so eine Art Palast. Ja, Tiergehege müssten kommen da dahinter. Genau. Ja, machen wir das doch einfach. Das heißt, Zacke. Die zwei kommen weg. Brauchen wir eigentlich gar nicht aufheben, scheiß drauf. Und jetzt kramen wir uns mal hier wie Asoziale durch. Aber erst in der nächsten Folge. Tüdelü.